Nick P. oder Nikolaus Presnik ist ein berühmter Name in der Musikindustrie und wie bei jedem anderen Künstler haben auch sein Leben und seine Karriere unvermeidliche Prüfungen und Sorgen durchgemacht. Mit einem anderen Leben musste Nick P. viele Schwierigkeiten überwinden, um die Position zu erreichen, in der er sich befindet. Nick P. wurde 1962 geboren und wuchs nach dem frühen Tod seiner Mutter in einer Familie mit 5 Kindern auf. Schon in jungen Jahren musste er sich mit Herausforderungen im Familienleben auseinandersetzen. Nach dem Realschulabschluss und der anschließenden Ausbildung zum Kellner erlebte Nick P. mit der Einberufung zur Bundeswehr zunächst eine unglückliche Unterbrechung, die sich negativ auf seine Profikarriere auswirkte. Einsatz. Das brauchen Sie und können es auch von einer CNC-Maschine bekommen. Seine Reise begann nicht mit Ruhm und Ansehen, sondern mit einfachen Jobs, um Geld zu verdienen. Die Leidenschaft für Musik war jedoch schon immer ein Teil von Nick P.s Leben. Als Teenager brachte er sich selbst das Gitarrenspielen bei und gründete im Alter von 19 Jahren eine Band. Sein Leben war voller Anstrengungen und Mühen bei der Entwicklung seiner musikalischen Karriere, vom Aufbau eines Aufnahmestudios über Auftritte auf der Bühne bis hin zum Schreiben. Nick P. ist ein typisches Beispiel für Kampf und Entschlossenheit im Umgang mit den Schwierigkeiten des Lebens. Es spricht also einiges dafür, dass da noch mehr dahinter steckt, bevor er an dem Punkt angelangt ist, an dem er sich befindet. Die Reise von Nick P. ist ein Beweis für die Kraft der Absicht und Leidenschaft bei der Überwindung von Schwierigkeiten und der Verwirklichung ihrer Träume. Die Schönheit von Nick P. liegt nicht nur in seiner Klarheit und Leidenschaft bei seiner Arbeit, die seiner Leidenschaft für Musik folgt, sondern auch in seiner Fähigkeit, sich an Veränderungen und Herausforderungen im Leben anzupassen. Der Weg von der Arbeit als Kellner und Zimmermann zum CNC-Techniker, bevor er großen Ruhm in der großen Musikwelt erlangte, zeigt, dass Nick P. eine Person ist, die in der Lage ist, mit diesen Problemen und Veränderungen umzugehen. Ruhm und Erfolg im Hauptfach Musik sind nicht einfach. Da war nichts, es schien, als gäbe es überhaupt nichts. Allerdings sind selbst berühmte und erfolgreiche Menschen wie Nick P. manchmal auch in ihrem Privatleben mit Druck und Traurigkeit konfrontiert. Sie haben nicht immer ein perfektes Leben abseits der Bühne. Nick P. hat eine emotionale und schwierige Reise hinter sich. Sein Leben und seine Karriere bieten eine wichtige Botschaft über Lebendigkeit, Leidenschaft und Anpassungsfähigkeit im Leben. Wir sollten Menschen wie Nick P. respektieren und ermutigen, die in ihrem Leben Schwierigkeiten und Traurigkeit erlebt haben und sich letztendlich zu einflussreichen Menschen in ihrer Branche entwickelt haben. Nick P. ist ein Beweis dafür, dass Geduld, Entschlossenheit und Leidenschaft alle Schwierigkeiten im Leben überwinden können. Sein Weg, von einem einfachen Job, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, bis hin zum Aufbau einer erfolgreichen Musikkarriere, zeigt, dass jeder, unabhängig von seinen Umständen, in der Lage ist, seine Träume zu verwirklichen, wenn er es wagt, sich Schwierigkeiten zu stellen und niemals aufzugeben. Nick P. hat in seinem Leben Traurigkeit und Nöte erlebt, etwa den frühen Tod seiner Mutter und die Unterbrechung seiner beruflichen Laufbahn durch die erste Einberufung zur Bundeswehr. Doch anstatt aufzugeben, passte er sich weiter an und fand Wege, sich an die Situation anzupassen. Die Fähigkeit, sich das Gitarrespielen selbst beizubringen, und die Gründung einer lokalen Band waren wichtige Wendepunkte in seiner Karriere. Nick P. hat bewiesen, dass Geduld und Entschlossenheit Traurigkeit in Motivation zum Erreichen von Zielen verwandeln können. Seine Reise ist eine inspirierende Geschichte für uns alle.
Wenn wir im Leben mit Schwierigkeiten und Traurigkeit konfrontiert werden, haben wir auch die Fähigkeit, sie zu überwinden und unsere Träume zu verwirklichen. Nick P. ist nicht nur ein hervorragender Künstler, sondern auch ein Beispiel für den Geist, niemals aufzugeben. Das Leben und die Karriere von Nick P. bieten eine wertvolle Lektion über die Fähigkeit, sich anzupassen und Schwierigkeiten im Leben zu meistern. Die Reise verläuft nicht immer reibungslos und Ruhm und Erfolg können mit eigenen Herausforderungen verbunden sein. Es ist jedoch wichtig, niemals aufzugeben und bei der Verfolgung ihrer Leidenschaft geduldig zu bleiben. Nick P. zeigt auch, dass das Leben nicht immer stabil ist und wir Wege finden müssen, uns in jeder Situation anzupassen und weiterzuentwickeln. Er wechselte seinen Job und seine Karriere vom Tischler zum CNC-Techniker und wurde dann ein berühmter Musikkünstler. Dies zeigt, dass die Suche nach neuen Möglichkeiten und ständiges Lernen uns helfen können, Schwierigkeiten zu überwinden und Erfolg zu haben. Die Reise von Nick P. ist ein klarer Beweis für Kreativität, Entschlossenheit und Geduld. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir im Leben mit vielen Traurigkeiten und Herausforderungen konfrontiert werden, aber wie wir mit ihnen umgehen und wie unser Geist unseren Erfolg bestimmt. Nick P. ist eine Inspiration für uns alle, da wir unser Leben und unsere Ziele im Kontext von Geduld und Leid. C'est comme ça, ce jeune homme aussi ne doit pas aller là-bas dans son village. Tant qu'il n'est pas encore prêt spirituellement pour affronter tous les ennemis qui s'y trouvent. Quand il sera prêt spirituellement, il n'y a pas de problème. Il pourra aller là-bas tranquillement. Mais là où il est en ce moment, apparemment, spirituellement, il ne serait pas encore prêt. Et les gens veulent le nuire. Et s'il reste là-bas, dans cette position, ce sera plus facile pour ses ennemis de la voir. Donc il faut qu'ils s'en éloignent. C'est comme de mauvais amis. Si vous marchez avec de mauvais amis, je ne serais pas étonné que de mauvaises choses vous arrivent. Parce qu'il y a des gens avec qui on ne marche pas. Il y a des gens qu'on ne suit pas. Il y a des gens avec qui on ne s'assoit pas. Il y a des gens avec qui on ne cause pas et on ne rit pas. Et on ne mange pas et on ne boit pas. Toutes ces choses, vous devez le savoir. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons juste comprendre et comprendre ce que nous devons comprendre. C'est vigilant. Et alors, il écoute encore le témoignage. Une personne, cette personne nous dit que c'est un fait vécu par quelqu'un. Écoutons ça. Un fait vécu par une personne que je connais très bien. Nous étions dans le même quartier, mais cette personne n'est plus dans le quartier. Et cette personne, c'est son histoire. Et il est venu nous raconter son histoire après avoir vécu cette scène. Il disait qu'il était à la maison aux environs de 22h à 23h. Donc il était gêné, il était à la maison, il s'ennuyait, il ne savait pas quoi faire. Il tourne tous nos salons, il ne sait pas quoi faire. Et donc, il prend son casque, le casque écouteur là, il met ça à l'oreille et puis il descend. Il dit, va faire un peu le 100 pas dans le quartier. Donc, il longe sur la route hein, parce que vous connaissez un peu les quartiers. Souvent, il y a des rues goudronnées. Voilà, c'est dans le quartier. Mm-hmm. Maintenant, quand tu prends ces rues là, tu peux sortir maintenant.